Unsere Reise führt uns heute weiter nach Iguazu, das wir nach knapp 2 Stunden Flug von Buenos Aires aus erreichen. Hier ist auf 2 Stufen, 25 und 30 Meter hoch, bis die höchste Stelle hier mit 82 Meter hoch. Was wir heute machen, wir sind außerhalb des Kreises, wir laufen etwas mehr, weil es auf die Fällen drauf. Morgen ist man auf der brasilianischen Seite schlecht gemacht, es fängt hier an, hat einen Blick so drauf. Iguazu, das bedeutet großes Wasser auf Guarani. Die argentinische Seite der Iguazu-Fälle wurde 1984 zum UNESCO-Welterbe ernannt. Hier auf der argentinischen Seite der Wasserfälle wandern sie auf dem unteren und oberen Rundweg ganz nah an den einzelnen Wasserfällen entlang. Pro Sekunde schießt hier eine Wassermenge von 1750 Kubikmetern in die Tiefen. Die Wasserfälle haben eine durchschnittliche Höhe von 72 Metern. Die höchsten davon messen bis zu 82 Metern. Insgesamt bestehen die Iguazu-Fälle aus 20 größeren sowie 255 kleineren Wasserfällen auf einer Ausdehnung von 2700 Metern. Die gewaltigen Fälle gehören aufgrund ihrer enormen Größe und Ausdehnung sowie der unberührten Lage im tropischen Regenwald zu den eindrucksvollsten Natursehenswürdigkeiten der Welt. Dieser Ort ist gleichzeitig Heimat für eine Vielzahl seltener Tierarten, von denen einige vom Aussterben bedroht sind, wie der Wasserwolf, der Ameisenbär, der Jaguar oder der gelbe Kaiman. Mit dem Ecological Jungle Train geht es dann bis zur Teufelsschlundstation, von wo aus ein kurzer Spaziergang zum spektakulären Aussichtspunkt des Teufelsschlundes führt. Unter den Pflanzenarten finden Sie schöne Orchideen, Bromelien und natürlich bekommen Sie auch viele schöne Schmetterlinge zu sehen. Der Iguazu-Fluss entspringt in der Sierra Madre in Brasilien und hat eine Länge von 1320 Kilometern. Sie kommen dabei so nah an die Wasserfälle heran, dass sie meinen, die herabfallenden Ströme anfassen zu können. Das aufgewirbelte Wasser verschafft ihnen eine ordentliche Dusche. Hier bietet sich ein überwältigender Blick auf die herabstürzenden Wassermengen.